begegnet dem Bundespräsidenten in der Zeitschrift Focus. Es ist zu wenig, nur von den christlich-jüdischen Wurzeln Europas bzw. Deutschlands zu sprechen. Nicht nur unsere Rechtsstaatlichkeit und Rechtsauffassung verdanken sich einem christlichen Menschenbild. Der Feuilletonchef der FAZ antwortet prompt in seiner Zeitung. Was mich an dem Artikel irritiert hat, war ja gerade, dass er sich sozusagen angedient hat dem Staat und gesagt hat, wir, die Kirche, sind doch diejenigen, die diesen wunderbaren liberalen Staat überhaupt erst herbeigeführt haben. Aber den Rechtsstaat in dem modernen, liberalen Sinne, gleiche Rechte für alle Bürger, Menschenrechte, den hat auch die katholische Kirche erst mit der Zeit akzeptiert, eigentlich erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Bischof weiter. Was könnte der Islam denn beitragen, was nicht das Christentum und das Judentum bereits geleistet haben? Der Islam ist ja schon da. Und in allen Weltreligionen gehört auch dazu, dass man sich an Gesetze hält. Und insofern kommt auch durch den Islam wieder moralisches Leben hinein in die deutsche Gesellschaft. Und das müsste eigentlich auch ein Bischof begrüßen. Nach wie vor ist die Frage nach dem Verhältnis des Islam zu den universalen Menschenrechten und zu unserem Rechtsstaat weithin ungeklärt. In einer Situation, in der wir in Deutschland eine extrem angespannte, zum Teil hetzerische Stimmung haben, wo in der übelsten Weise Vorwürfe gegen Muslime erhoben werden. Und da ist das, was der Bischof gesagt hat, einfach so verkürzt, dass es falsch ist. Dennoch gibt es auch Beifall für den Bischof, etwa von der konservativen Pius-Bruderschaft, für Mut und Standhaftigkeit des Bischofs, der übrigens nicht mit uns sprechen möchte. Aber er spricht mit uns. Joachim Valentin, Professor für christliche Religions- und Kulturtheorie in Frankfurt und dortiger Direktor des Bistums eigenen Haus am Dom. Er verteidigt seinen Bischof gegen Barners. Zunächst mal hat mich geärgert, dass hier einem katholischen Bischof das Recht abgesprochen werden soll, öffentlich sich zu einer wichtigen Debatte zu äußern, zum Verhältnis zwischen Staat und Religion. Und der zweite Punkt ist der, dass dann auch noch das gut austarierte deutsche Verhältnis, kooperierend nennt man es, zwischen Staat und Religion, in Frage gestellt wird bei Herrn Barners, ohne dass er wirklich Argumente nennt. Noch ein Mitarbeiter des Bischofs, noch eine Meinung. Johannes zu Els, Stadtdekan von Frankfurt. In einem Gespräch mit der FAZ-Regionalzeitung geht er inhaltlich auf Distanz zu seinem Bischof. Ich sehe es eben ein bisschen anders. Das ist eine gute Konkurrenz, keine schlechte. Natürlich gehört der Islam zu Deutschland. Ja, so viel zumindest erstmal zur Meinungsvielfalt innerhalb des Bistums.